Es ist mal wieder soweit, es wird geplappert. Aber noch nicht. Erst muss ich mal wieder hier raus. Und dann nach da lang. Da lang. Rechts gucken, links gucken, guckst du. Ja, auf Verkehrsstraße. Mal fahren sie hier Kilometer lang, dass man hier ewig steht. Zum Beispiel jetzt. Und mal kommt man hier an, fährt einfach raus, nichts los. Das ist immer, wenn man so einen Schleicher hatte, der hinter sich einen riesen Stau aufbaut, dann zieht sich das logischerweise hin. Und hinter dem Schleicher, beziehungsweise auch vor dem Schleicher logischerweise, ist dann Tunnelhose. Das ist immer gut, wenn man da ist und nicht hinter dem Schleicher. Aber es geht so, also hier hat sich das zusammengerottet. Ich kriege hier dauernd Hinweise, dass WhatsApp meine Position per GPS ortet. Das darf es in diesem speziellen Fall auch. Mir ist nur neu, dass man dann jedes Mal eine Meldung auf den Schirm kriegt. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht auf die Kamera, sonst schneide ich es ab. Ja, das ist so ein Pop-Up-Ding oben in der Ecke. Das taucht auf, verschwindet. Taucht auf, verschwindet. Taucht auf, verschwindet. Nützlich wie ein Loch im Kopf, aber so ist WhatsApp. Ja, worüber plapper ich denn heute? Ich habe die letzten 3 Tage sehr ausgiebig geplappert in meinen Livestreams zum Bronxy X5S Drucker. Und Klappermunition ist weitgehend alle. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Aspekte dieses Lebens nachdrücklich beleuchtet. Ja, wie geht's denn nun weiter mit den Livestreams von meiner Seite? Sie werden zwar nachdrücklich gefordert von der Zuhörerschaft, aber wie das so oft ist, die lautstarken Forderer sind eigentlich immer nur ein paar. Das heißt, wenn ich dann jetzt zum Beispiel gut besuchte Livestreams hatte, gut besucht heißt 35 Zuschauer, ist die Frage, ob man darauf die Zukunft des Livestreams aufbaut. Denn für mich bedeutet natürlich in erster Linie ein Livestream, den muss ich vorher ankündigen, damit überhaupt ein paar Leute reingucken. Die meisten kriegen das gar nicht mit, dass da gerade ein Livestream läuft. Dann ist natürlich die Frage, will ich mich denn so festlegen? Wenn ich jetzt schreibe, oh, heute um 19 Uhr Livestream, dann heißt das für mich heute Abend 19 Uhr Livestream. Und wenn ich gar keinen Bock habe, habe ich Pech gehabt. Das heißt, das will schon überlegt sein. Ich bin ja so ein Freigeist und ich mache mir ungern das Leben selber schwer, indem ich mir selber noch irgendwelche Termine aufhalte. Ja, ich muss das mal abwägen. Ich werde für den Hauptkanal, also für den Langschwert-Kanal, werde ich wohl so oft gar keine Gründe haben, warum ich da live irgendwas erzählen müsste. Kann ich zum Beispiel so machen, ich schneide ja selten. Wenn ich also irgendwas mache, irgendein Video, dann mache ich das eigentlich immer in einem Rutschlenk, einen Take, dass ich also mal einen zweiten mache, da muss ich also schon wirklich gewaltig irgendwas verhauen. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und dann lebe ich auch damit. Warum soll ich das nicht als Livestream machen, wenn die Leute das besonders interessant finden, so sei es drum. Qualitativ, sprich von der Videoauflösung her, könnte das besser sein, aber das ist ja eine Arbeit. Ich habe Kameras geordert. Mal gucken, ob die in diesem Leben noch eintreffen. China ist ein Stück weg. Manchmal überraschen sie einen auch. Schwupps, plötzlich ist es da. Ich habe jetzt gerade eine Kamera gekriegt. Leider keine Webcam oder USB-taugliche Kamera, sondern eine SJ1000 für, ich glaube, 12 Euro inklusive Fracht aus China. Da konnte man sich vorher natürlich schon denken, was das für ein Klopper ist. Es untertrifft meine Erwartungen. Ich bin unterwältigt. Da werde ich also ein eigenes Video drüber machen. Das wäre was für diesen Alex Maxi von China-Schrott. Genau richtig. Obwohl, ich habe das Ding jetzt gerade erst ausgepackt. Nachher in aller Ruhe werde ich mal ein paar Bilder, ein paar Videos machen und mal gucken, wie es mit der Qualität ist. Manchmal wird man da überrascht. Und dann erst maulig dran rum. Ja, aber wie gesagt, diese Livestream-Geschichte ist im Moment eigentlich das, was mich am meisten umtreibt. Ich denke, für die Fliegerei, also für meinen Gameplay-Kanal, eventuell auch fürs Jagen, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil ob ich nun live jage oder per Karte jage, ist eigentlich relativ egal.
wenn es da Leute gibt, die sagen, Mensch, da gucke ich am liebsten live zu, dann soll es mir recht sein. Ist für mich kein großer technischer Aufwand. Ich selber bin ja nicht im Bild. Das heißt, ich würde dasselbe, was ich normalerweise auf Konserve mache. Warum nicht? Nicht? Und auch für die Fliegerei, habe ich schon mal angekündigt, da wird das ja jetzt immer länger. Ergo bietet sich da auch eine super Gelegenheit für schöne lange Chatrunden. Das hatten wir beim 3D-Drucker gestern ja auch noch. Allerdings bin ich beim Fliegen jetzt gerade auf einer Inselkette bei den in Indonesien. Genau. Und da werde ich wohl zumindest ein, zwei Flüge erstmal Hüpfer für Hüpfer machen, weil diese Inseln liegen so in einem Abstand von ungefähr 60, 70 nautischen Meilen. Das ist genau die Entfernung, die ich für kleine Flugzeuge, also die Cessna 172 oder die Beechcraft King Air 1090. Also da werde ich wohl irgendwas mitmachen. Und in den großen Brocken setze ich mich dann gleich an. In der Etappe danach, je nachdem wie das läuft, weil man hat auch gewisse Wasserflächen dabei zu überqueren. Und Wasserflächen sind jetzt nicht so interessant für Zuschauer. Da würde es sich zum Beispiel sehr anbieten, irgendwelchen Klapperkram zu machen. Ne? Autopilot an, Richtung da lang. Und dann habe ich genug Zeit, den Chat einzuschalten, auf irgendwelche Fragen einzugehen. Also wie gesagt, da muss ich einfach mal warten, wie sich das entwickelt. Ist auch die Frage, was fordert das Volk? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem normalen Kanal ein Video über diese genannte Billigkamera mache, da ist es eigentlich egal, die kann ich auch live senden, allerdings dann ohne Vorankündigung. Das mache ich dann, wenn ich keinen Bock habe. Und wer dann nicht zufällig da ist und gucken kann, der hat den Pech gehabt. Schauen wir mal. Mein Fliegen werde ich ankündigen müssen, weil der ganze Kanal hat nur irgendwie 110 oder so Abonnenten. Und da muss man einfach abwarten, wie viele Leute vom Hauptkanal mit rüberkommen. Technisch ist es auch ein Problem, jetzt das auf zwei Kanälen anzukündigen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein paar Leute mit rüberkommen, einfach um den Spaß des Willens mal reinzuschauen. Nur ich muss es dann halt auf dem Hauptkanal auch irgendwie ankündigen. Und das ist so eine Ankündigung für ein Video, das nicht läuft oder auf einem anderen Kanal läuft. Und mache ich eigentlich auch ungern. Na, schauen wir mal. Je mehr ich diese ganze Technik und Ankündigerei in den Griff kriege, ich glaube, das erste Druckervideo lief dann irgendwie unter, also während des Livestreams unter Testflug oder so ähnlich, weil ich noch nicht dahinter gekommen bin, dass angekündigte Events stehen bleiben. Also die verschwinden nicht. Und sondern man kann die praktisch mehrfach aufrufen und dass sie dann immer mit demselben Titel sozusagen laufen. Und dass man die löschen kann, obwohl dann die Warnung kommt, Achtung, wenn Sie das löschen, ist es weg, es kommt nie wieder. Seien Sie vorsichtig, ob Sie das Video löschen wollen. Man löscht aber gar nicht das Video, man löscht nur die Ankündigung, trotz dieser pompösen Warnung. Ja, wenn man solche Feinheiten erstmal begriffen hat, dann ist das Leben eigentlich nicht mehr so kompliziert. Aber wie gesagt, gucken wir mal, wo das hinführt. So, wieder eine rote Ampel, gerade noch rot erwischt. Ich würde sagen, das reicht dann auch für heute fürs Klapper-Video. Ich habe irgendwie auch gar nicht den Kopf, heute über den Politiker und ähnliches herzuziehen, obwohl sie es täglich mehrfach verdient hätten. Mir würde jetzt auch nichts einfallen, was aus den Nachrichten mir in den letzten Tagen so richtig ins Gesicht geschrien hätte. In Richtung, ach du meine Fresse, was haben die Herrschaften jetzt wieder aus, oder? Della? Sie machen wahrscheinlich alltäglich noch den normalen Mist halt. So, ja, danke fürs Reingucken und mehr wird sich heute bestimmt noch in irgendeinem meiner Kanäle finden. Bis dann.